Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute der Helikopterpilot Montro. Der Montro, genau. Wir spielen natürlich immer noch Ghost Recon Wildlands. Und wir haben die Mission Kochen mit Koka. Zerstören Sie alle Öfen und Mischmaschinen. Dafür haben wir mal ein Gerät besorgt, das Montro fliegt. Das ist ein zweiter Tango. Ach, kannst du eigentlich schon rumballern, oder? Meinst du? Also nicht Stealth, sondern Action. Feuer, Feuer, Feuer! Tango getroffen. Mäse weg. Ups, das war ein Zivilist. Das war Zivilist, ja. Zivilisten soll es nicht wegmähen. Wir sind doch leise. Oh, der Helikopter gehört nicht zu uns. Wir waren Helikopter, Landeplatz oben auf dem Dach. Okay. Ey, ich spring runter! Ich komme, wo bist du? Okay, bei dir sind keine mehr? Gerade nicht. Gut. Aber ich gehe nochmal ins Gebäude rein, guck, ob hier was ist. Ich setze eine Drohne ein. Mach das. So, ich markiere Leute nochmal mit Drohne. Oh, oh, oh! Scheiße, bei mir oben ist einer gewesen. Ach, verdammte Kacke. Ist down? Ja. Als ich in der Drohne war. Ja, bin gleich da, bin gleich da. Musst du aufpassen, da kommt einer. Irgendwo ist da einer. Ne, der ist runtergegangen. Auf dem Dach war der. Okay. Ich hab gedacht, der war runtergegangen. Ach, danke schön. Bitte sehr. Boah, Sirene mal ausgemacht. Ja, hab ich auch gerade die andere. Ziel eliminiert. Oh, unter uns. Schon wieder so ein Sack. Feindlicher Helikopter. Wo ist der feindliche? Ach, da oben. Oh, wird getroffen von irgendwo. Oh ja. Oh ja. Unter uns. Helikopter ist Geschichte. So, ich wollte irgendwie runter. Oh fuck, meine Munition geht aus. Was? Ja, wir haben doch hier ein paar Rebellenleute, die mitkämpfen. Ich gehe mal hier zu den Waffenteilen und. Jo, war mein Plan auch. Ich komm mit. Ah. Seht mal da, Waffenkiste. Machen wir mal Nachtsicht an. Auf welchem Knopf war Nachtsicht? N. N wie Nödel. Nödel, hier ist Waffenkiste. Kann ich Maschinenpistole.
Beide tot? Nee, ich glaube nicht. Jetzt vielleicht? Gibt's eine Granate? Nee, der lebt noch. Jetzt aber nicht mehr. Ich hab voll in die Eier geschossen. Granate! Hola, putas! El Emissario zieht besser den Kopf aus dem Arsch, sonst hat er bald kein Geschäft mehr, das er führen kann. Das ist nur irgendwie gehackt. Ich weiß, hast du alles kaputt gemacht? Ist, die das Sicario verleiht, der viele Rebellen. Wir waren hier alle auf dem Haufen. Na toll. Wollte ja meinem Publikum gar nichts bieten. Hier ist alles kaputt. Alles kaputt. So, oh. Hier oben ist noch ein Dokument. Habe ich schon gesammelt eigentlich. Das hier auf dem Sessel, ja? Okay. Ja, ja. Such grad Munition. Hier vorne. Ja, hier habe ich auch schon. Ja, dann haben wir es geschafft, ne? Jo. Einfacher als gedenkt. Ja, von mir aus können wir dann noch die zweite machen. Oder nächste. Ist sie gleich hier oder was? Wir haben unseren Helikopter ja noch, oder? Hoffe ich doch mal, dass der noch da ist. Wie kann ich den Unterlauf wieder deaktivieren? V. Zielen V. Achso, nee, den Helikopter habe ich ja oben geparkt. Ah, Zielen V, danke. Lebt der noch, ja? Komm ich nicht nach oben. Ach, einer liegt hier noch unten, der ist auf dem Kopf gelandet. Ein Schrapp, Schrapp, Schrapp. Nein, der Helikopter ist kaputt. Schade. Was haben sie denn hier für Fahrzeuge? Oh, ein Gabelstapler, können wir den fahren? Nein, schade. Oh, hier, eine Waffe. Fahrbarer Untersatz mit Waffe. Komme sofort. Ach, los geht's. Die Kokainindustrie ist erst aufgeblüht, als sie hier zu wachsen und ihren Platz in der amerikanischen Gesellschaft zu finden hat. Alles klar. Mach mal Licht aus, dann sehen sie uns nicht. Okay, jetzt sehen sie uns eh, wenn du schießt. Oh, da ist ein Lieder nach rechts. Ja. Feuer. Okay, das war mal ein Lieder, ne? Siehste, alles gut. Oh, Radio ausmachen, naja. Müssen wir nur mal gucken, wie wir da hinkommen, das ist eine Insel. Oh, ich folge der Linie. Ja, aber die endet dann am Wasser. Schwimmen? Teleportieren? Ja, boah, ich dachte fliegen. Wenn du was zum Fliegen hast, gerne. Du musst nur schnell genug fahren und dann genauso. Ja, ich hab's unterschätzt, es ist dunkel. Ich hab Nachtblindheit oder so. Warte mal, kann ich... Nachtsichtgesicht an. Nachtsichtgesicht, genau. Nachtsichtgesicht. Hab ich gemacht, Nachtsichtgesicht. Oh, fährt sich besser. So. Oh. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und ach mit so, mir spielt ihr in der Matrix. Wir sind in der Matrix. Was, die Matrix? Ja, weil ich habe meine Aufnahme gar nicht beendet. Ach so. Ja. Nice. Kein Tschüss, kein nichts. Alles klar, da vorne müssen wir hin. Bötchen. Gibt es Boote? Ja. Ja, hallo Heinrich. Oh, hier ist sogar noch ein Zettelchen drin, ne? Mhm. Ich komme da nicht hoch, weil ich zu doof bin. Ich wurde ja geplant hier, genau. Zettel nehmen. Dokument, yeah, können wir uns anzeigen lassen. Juhu. Und, oder auch nicht. Das, bin schon wieder irgendwie... Ausrüstung neu. Was war denn das eigentlich für eine schöne Waffe? Ist die besser? Ist die schlechter? Wie konnte man denn vergleichen? Was über Ausrüstung? Ach Gott, frag mich nicht mehr. Ich weiß das gar wirklich nicht mehr, aber bleib bei den Sachen, die ich hab. Hm.
Das Wasser geht ein bisschen, das Boot geht ein bisschen unter am Wasser. Nimm so ein Passagierboot, das nicht fährt. Na toll. Ah doch, jetzt. Und hat irgendwie Wasser im Boden. Also bei mir kommt Wasser rein. Oh, 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 oh. Okay. Er hat nichts mitgekriegt. Sehr gut. Doch, er hat mitgekriegt. Shit. Ja, ich gehe woanders hin. Oh! Ich fahr weg! Viel Spaß, Montro! Viel Spaß! Oh nein, ich hab meine Waffe gewechselt. Was hatte ich vorher? Ah, hier ist ein Steg. Mit neuem Bötchen. Rückwärtsgang. Nein! Ah, jetzt bin ich im Wasser. Scheiße. Komm ich da wieder hoch? Boah! Du hast Krach gemacht, oder? Ja, die sprengen mich hier. Habt ihr meinen Heckenschütze weggeballert? Ups, ich habe einen Zivilisten getötet. Oh! Warum bist du tot? Warum warst du jetzt tot? Ich lebe doch noch. Ach so, aber ich bin tot. Also ganz gestorben. Was? Ja. Man hat mich in die Luft gesprengt. Verdammte Kacke. Ja, toll. Ich bin nicht auf der Insel. Ah, warte mal. Ich hol dich mal ab. Oh, fuck. Ich bin berg runtergefallen. So eine Scheiße. Kann man nicht irgendwie töten? Sterben. Tötet mich. Verdammte Kacke. Ja, ich mach die Mission schon alleine, Schatz. Ich hab da sehr viel Vertrauen. Nee, irgendwie treffe ich nicht, ich komm zu dir. Ich bin nicht auf der Insel. Ja, ich komm noch zu dir. Ach so. Ich hab doch einen Hilli-Schrapp-Schrapp. Ah, toll, werde ich auch bombardiert und beschossen. Mensch! Geh hoch, hoch, hoch! Hier, ich komm jetzt wieder runter der Straße. Ich kann bei dir spawnen. Ich spawn jetzt bei dir. Im Helikopter oder was? Ich hoffe es. Mir wurde es, glaube ich, hier angezeigt auf der Karte. Ich sehe einen blauen. Ich bin Helikopter. Nee, bin ich nicht. Ich bin auf dem Steg. Warte. Kann ich da landen? Der Tango ist hin. Komm mal mit! Ja, schnell weg hier! Gibt es Fallschirme? Da muss man gleich gleich spielen, ne? Ja, warte, ich lande einfach hier hinten wieder. Den Rest machen wir selber, Alter. Ich bin schon mit dem Helikopter fast wie im Arsch. Schnell raus, das Ding geht gleich hoch, ey. Hab ich auch alle gekillt hier. Hier sind nur noch so viele am Leben. Ne, hier hinten beim Helikopter meine ich. Oh, hier neben uns. Ich treffe die Scharfschützen auf der anderen Insel nicht, auf der rechts von uns. Ja, der ist, glaube ich, irgendwo in der Bergwand. Mal gucken, wo der ist. Ja, der versteckt sich da hinterm Berg, den kann man von da nicht treffen. Der ist hoch.
Bosch, wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ideen? Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Dann rennen wir wie Teufel. Wie tasmanische Teufel. Ja, ich fummel da ein bisschen rum, mach ein bisschen Gas und ja. Erledigt. Haben jetzt wir runter von dem paar Boot, Sekunden. Bevor es hochgeht. Okay. Nein, Zivilisten, lauft weg! Bewegt euch, das der läuft rein! In die Luft. Out, ab da! Nein, du Zivilisten! Weg, ne? Du musst da auch weg! Ach, so groß ist das doch gar nicht, die Explosion, oder? Ein Drecksack weniger. Aber die Zivil. Guck mir das mal schön an. Geht ja gar nicht kaputt? Doch, jetzt. Doch, jetzt. Ah, ja. Oh, wollte ich gerade sagen. Ja, trotzdem sehr unspektakulär. Jag was in die Luft und der Tag ist dein Freund. El Emissario wird schnell reagieren müssen, sonst häutet ihn sein Opa bei lebendigem Leib. Wir machen ihm Feuer unter Marsch, bis er springt. Dann schnappen wir ihn. Ja, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Nächste Story-Mission ist auch erstmal sehr weit weg. Dein Helikopter? Ja gut, den können wir noch nehmen. Der ist ja... Darf bloß nicht mehr drauf geschossen werden. Könnten wir noch die letzte Story-Mission machen, die wir jetzt hier gerade noch haben. Und dann müssen wir erstmal wieder Akten sammeln oder was? Dann müssen wir erstmal wieder arbeiten, ja. Ja. Also wie gesagt, dieses Akten sammeln, von A nach B fahren, das ist nichts, das ist immer was Gleiches. Also das müssen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich glaube, das haben wir am Anfang ein paar Mal gezeigt. Und müssen wir jetzt nicht jedes Mal aufnehmen. So, Arthur. Ich flieg das Ding. Du fliegst das Ding, okay, ich geh rein. Ich sitze, kann's los. Valentia, was hast du mit dem Ding gemacht? Das war vorher wie neu. Die Notbremse. Die Scheiben habe ich erst einsetzen lassen. Hier ist ein Gebiet nur mit Spezialeinheiten. Oh, fehlt eine Rakete oder was ist das? Leuchtrakete. Leuchtrakete oder so, oder? Oder ein Signal, keine Ahnung, Signal oder so. Sieht aber irgendwie nach Feind aus. Der Helikopter macht Geräusche, die nicht vertrauenserweckend sind, irgendwie. Ah, da vorne ist der erste Stand. Direkt da. Noch ein paar Meter muss ich sein. Genau, parke nicht direkt daran. Genau, töte was ist noch. Los? Boah, meine Kamera ist gerade voll abgeflippt. Ich dachte, du wolltest runterkommen. Ja, wollte ich auch, aber meine Kamera ist gerade voll abgeflippt. Okay, jetzt weiß sie, dass wir kommen. Ach, das ist noch 600, 400 Meter weg. Hier ist noch gar keiner. Ich sehe eh jetzt mehr aus wie ein Zivilist, weil ich ein neues Hemdchen trage. Du hast dich umgezogen. Ja, und weil ich mich tätowiert habe. Ach, der fährt weg. Der sitzt in einem Auto. Du Kacke. Und wir haben keins, ne? Ja, aber vielleicht können wir den abfangen, warte. Achtung, ich sehe den Assistenten. Gut zielen, wir brauchen ihn lebend. Fuck. Verdammt, ist der schnell. Wo sind die Fahrzeuge, verdammt? Wenn man sie mal braucht. Alle sind auch feindliche Fahrzeuge dabei, ne? Ja, ein Ding mehr. Verdammt. Doch, beide. Oh nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, geh doch kacken. Ja, toll. Aber der steht, oder? Nee. Der fährt. Schade.
Vielen Dank. Dankeschön. Wohl doch, der bewegt sich nicht. Der ist doch hier vorne, ne? Der gelbe Punkt. Wer? Der rote. Das war's schon? So, hab ihn. Freilassen oder verhören? Ja, verhören natürlich. Verhören wir dich, du Dreckscheiße. Dios mio, töten Sie mich nicht! Por favor, ich habe eine Familie! Der Zugangscode zur Kokainfabrik, wie lautet er? Ich habe zwei Jungen, zwei kleine, mis chiquitos, Gustavo und Felipe. Ich habe Fotos, wollen Sie sie sehen? Nein, ich will die Scheißfotos nicht sehen. Gib mir den Zugangscode, dann sind wir fertig. Ja, okay, ist eh so. Was ist los mit Ihnen? Hassen Sie Kinder oder was? Alter, willst du heim zu Gustavo und Felipe? Dann gib mir den Scheißcode. Tuvo bueno. Er ist 654-375. Wirklich, ich schwöre. Baumann, bitte mitschreiben. Wir haben den Code. Wollen wir den noch am Leben lassen, oder? Ach du Scheiße, ist der White Wack. Nein, töte ihn natürlich. Scheiße, das sind Kinder. Okay. Ich wollte ihn verschonen, du wolltest, dass ich ihn töte. Ja. Ich hätte ihn am Leben gelassen, den armen Kerl. Der hat zwei Kinder. Ja. Giuseppe und Felipe oder sowas. Belogen, auch wenn ich sein Gesicht gesehen habe. Da standen in seinem Gesicht krasse Kinder. Das ist kein Geländefahrzeug. Stein. Wie das auch. Yep. Ja, das muss so, das... Mit alternative Physik. Der fährt sich echt wie ein LKW. Der bremst überhaupt nicht. Das Ding. Also dann könnte man wieder andere Fahrzeuge beiseite schieben, ne? Mit dem Ding, ja. Beispiel so. Ist aber noch auf der Brücke. Oh! Hier vorne ist wieder ein Dingsbums. Warte, so, hier. Ah, ich muss nachladen! Ja, musst hinterher, ne? Ach, scheiße, jetzt ist ein anderes Auto davor gefahren. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich glaube, das fängt das, ja. Hast du ihn gekillt, oder was? Ich fahre. Nee. Ich treffe aber noch. Soll ich dich mitnehmen, oder willst du... Ja, gern. Ich hab das schnellste besorgt, was es gab. Boah, Action. Ja, wenn ein Kindersitz ist, schmeiß ihn raus. Aus wie ein Ford, ne? Wo ist er denn? Da vorne. Da. Nein, ist Karte, verdammt. Okay, ist ausgestiegen. Oh, ich kann den hier im Auto verstauen. Komm, einsperren. Benzin gesichert und abholbereit für die Rebellen. Da war hinten noch einer drin. Sack. Mein Fahrzeug. Der Typ ist so komisch. Sorry, Kumpel, aber ich brauche dein Auto. Raus. Ach so, wenn... Ich habe jetzt einen anderen genommen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Sumitsu! Könnte aber gleich nochmal wieder Tag werden. Du, du. Mit Musik. Du, 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 du. Handbremse, oh! Ach, die Musik ist schlecht, kann man, aber man kann keinen Radiosender wechseln, das finde ich ein bisschen schade. Leider nicht. Aber man kann
kann es ausmachen. Immerhin. Ja, aus ist schon sehr wichtig. Sack. Wieso bist du mit deiner Dreckskarre schneller? Das ist ein Sumizu! Nein! Scheiße! Scheiße! Okay, ich lass Sumizu Sumizu sein hier, verdammte Kacke. Hey, warte, warte, warte! Warum kann ich nicht einsteigen? Okay, 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 okay. Lass! Fahr! Dreckskarre schneller, ey. Ich hab die Kurve aber nicht mehr gekriegt. Ich auch nicht, ich bin auch runtergerauscht. Oh, wir sind auch überall Feinde, aber wir sind gleich da. Mhm. Ja. Die ganze Ortschaft ist ja voll. Jo. Ganz schön voll. Das können wir. Ich lade auch nochmal nach. Ja, ich nehme auch mal meine Drohne. Setze Drohne ein. Wir haben Alarm am Start. Wo ist Alarm? Der Alarm? Ich sehe eine kleine Gruppe. Ach da, ich stehe genau davor. Tango 5. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Meine Fresse, ey, ist die Hölle los. Scheiße, wir wollen Fahrzeug! Oh, das Auto oder was? Toll. Wo ist denn das Gedöns für den. Nee, nicht auf die Lautsprecher, da müssen Kästen sein. Ah, auf der anderen Seite natürlich. Jo, haben wir. Alarm ist da aus. Ich hab vorhin einfach wild drauf rumgeballert, dann ging das irgendwann aus. Na, das sind so Kisten, die musst du abschießen. Na komm um die Ecke da, trau dich. Ziel eliminiert. Ich sehe keine mehr. Ja, aber hier ist ganz viel zu durchsuchen, ey. Das Problem ist, dass ich keine Munition habe. Hier hinten bei mir sind Waffenteile. Komm mal, du bist hinten rum. Bist noch rein? Hinten rum, andersrum. Ja, guck jetzt auf. Ich sehe eine Waffenkiste. Nett. Tango getroffen. Was? Schuss gehört? Über dir war einer. Ah, okay. Der hat gequatscht. Soll ich Krach machen? Drohne fliegt. Kannst du von mir aus machen. Ziel Nummer 3. Ich teste mal Gatling Gun versus Raketenstation. Das funktioniert nicht. Ich teste mal Granate. Okay, mach. Ah, das funktioniert! Kack Gatling Gun. Kommt doch keiner raus, ne? Drittes Ziel da. Ne, irgendwie nicht, ne? Interessiert keine Sau. Einen dritten.
Munition voraus, ja, hast du gesehen. Okay. Hm, hab ich schon. Dokument im Innern. Ja, hier ist aber irgendwo ein Gegner, ne? Naja. Hm, Schlachthaus. Ja, könnte sein, da ist er doch. Ja. Der Tango ist hin. Tango ist hin. Nachschub. Der LKW oder was? Nee, da oben. Im Gebäude oben. Hier. Kokainvorrat gefunden. Ach doch, nimm. Ja, dann können wir hier Hauptmission Dingsbumsen, ne? Irgendwas, ja, warte, ich wollte mal hier das Gebäude. Wenn noch was ist. Ich warte hier auf dich. Ach, ist schon wieder hell. Ja, ach nee, läuft die ganze Zeit mit dem Nachts. Ja. Ach, oh, kein Kommentar. Was denn? Das war so schön. Ja, hier ist nix. Sonst hochgelaufen. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Geht nicht, okay. Ja, ich komme ja schon. Immer diese ungeduldigen Leute. Na los, gib die Nummer ein. Die da. Piep, 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 piep. Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Niemand da? Hier spricht Elke. Keiner, der es bewacht? Der eine wichtige Botschaft für Bolivien. Hm. Ich hacke mal. Hack mal. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Juhu. Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Voll, bei der alten Stelle waren wir erst gerade. Na gut, dass wir schon aufgeräumt haben. Mal wieder Bibu machen. Die Tür ist offen. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Alter! Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Scheißdreck. Wagen mit montierter Waffe. Granate? Granate kommt. Komme mierda, culeros. Irgendwie hast du nicht getroffen, oder? Granate fliegt, nehmt das! Granate! Unzerstörbar? Granate fliegt! Oh, jetzt, okay. Meine Güte, muss man da sprengen. Das ist echt hartes Kokain. Wahrscheinlich haben sie Zement noch beigemischt oder so. Und noch Stahlstreben zum Fixieren oder so reingehauen. Tango getroffen. Der Tango ist hin. Hast du den Turm erledigt? Jo.
im Haus über dir war auch einer. Wunderbar. Was Kokain müssen wir noch zerstören. Schloss kurz geschlossen. Los. Hier, sicher, ne? Ja, mache ich schon. Habe einen Kokainvorrat gesichtet. Granate fliegt. Nehmt das. Wird gesichert. Oh, da war noch ein Fass außerhalb. Frisst das, Motherfucker. Hier ist es auch nochmal. Granate fliegt. Vorrat zerstört. Nur weiter so. Böse Drogen vernichten. Ziemlicher Haufen Pulver, den wir da gerade verdorben haben. Da wird jemand sauer sein. Das setzt El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Und dann gehört er uns. Nomad, hier ist Bakatari. Der Schaden, den ihr in Okoro angerichtet habt, setzt El Emissario ziemlich zu. Er fürchtet El Jajus Reaktion, wenn er herausfindet, wie viel Produktionskapazität sie eingebüßt haben. Klingt gut soweit. Um das wettzumachen, hat El Emissario befohlen, eine Klinik in Okoro zu übernehmen und ein Kokainlabor daraus zu machen. Dreckskerl. Die Klinik darf dem Kartell nicht in die Hände fallen. Sie ist zu wichtig für das Volk von Okoro und meine Leute. Ich habe eine kleine Einheit zur Verteidigung abgestellt. Aber ohne Hilfe können sie sich nicht lange halten. Verstanden. Sag deinen Leuten, wir kommen. Und dann gehört er uns. Genau, Waffenpunkt würde ich nochmal gerne holen wollen. Oh. Ich mache hier auch gerade noch ein bisschen Nachschub am Markierung sein. Ja, Wahnsinn, eine Fahrzeuggrube, so ein Sack. Hast du die Waffe schon gefunden hier? Nee, ich da bin oben. Auf dem Dach. Okay. Hab's hier gefunden, im Regal. Ist keine Waffe, ist ein Orden oder so. Ach so. Fertigkeitspunkte! Fertigkeitspunkte. Ja, ja, erfolgreich. Mission complete, ne? Würde ich sagen. Ich hüpfe noch mal ein bisschen. Ach, kann gar nicht hüpfen. Oh, wir können gar nicht hüpfen. Geh noch mal mit meiner übelsten Pistole hier in das Haus und mach den Typen noch mal nieder. Wo auch immer er ist. Oh, mit der Pistole mal ein bisschen ballern. Ohne Schalldämpfer. Nee, ich hab einen drauf. Ja, ich auch. Warte mal. Wo ist denn einer? Unter dir. Abschuss bestätigt. Im Haus. Oder hinterm Haus bei dir. Im Haus war ich doch gerade. Ja, sind ja reingelaufen. Die kamen mit einem Auto. Aber hier sollte noch einer. Oh, bei dir sind ganz viele. Oh, bei mir auch. Oh, ich bin fast tot. Granate, aufpassen. Okay, weil hier ist sauber. Mhm. Ja, ich renn mal runter. Ja, bei dir ist aber noch ein bisschen was los, ne? Ja, müsste es nur noch einer sein. Oh, auch tot. Oh, ich wollte ihn gerade tot hüpfen. Aber wo ist denn da hinten soll einer sein? Wo ist denn der? Ach, da ist noch ein Haus hinter. Da ist der bestimmt drinne. In dem Kleinen, ne? Achtung, hinter uns! Okay. Haben wir. 1, 2, 3. Noch ein Fahrzeug. Chance vorbei. So. Jetzt ist sauber. Ich guck nochmal. Boah, drei Mann sind drin. Passt. Ich würde sagen, lass uns mal die Folge beenden. Ja. War sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Drogen kaputt gemacht. Menschen kaputt gemacht. Mission complete. Alles gewonnen. Alles gewonnen, genau. Besteigen dann die bis Fahrzeuge. Zum nächsten Mal. Genau. Abonnieren nicht vergessen. Und liken und Glocke und ihr wisst schon Bescheid. Ne? Bis alles zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.